Was man sich heutzutage nicht alles über das Internet nach Hause holen kann. Filme und Fernsehen in gestochen scharfer Ultra-HD-Qualität. Musik und Bilder, Spiele und andere Computerprogramme. Wir arbeiten im Homeoffice und auch unsere Kommunikation ist nicht mehr nur auf E-Mails oder Sprache beschränkt. Mit Videotelefonie ist sogar zu sehen, mit wem man spricht. Und all das parallel auf mehreren Geräten. Im Internet tummeln sich heute neben Smartphones, Tabletcomputern und Fernsehern im modernen Smart Home auch viele Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschine, Heizung, Jalousien oder Alarmanlagen. Eine normale Internetverbindung verkraftet diese gewaltigen Ansprüche allerdings nicht mehr. Sind zu viele große Datenpakete auf dem Weg, gibt es Stau und Verstopfung in der Leitung. Die Datenübertragung wird immer langsamer bis hin zum Stillstand. Für die global aufgespannten Verbindungen sind bereits hochmoderne Netze aus Glasfaser etabliert, in denen die Datenpakete mit ausgesprochen flotter Lichtgeschwindigkeit verschickt werden können. Würde so eine Glasfaser jeden Haushalt direkt anbinden, wären Datenstaus schon längst Geschichte. Allerdings werden heute noch zumeist Kupfer statt Glasfaserkabel für die Datenübertragung eingesetzt, was bedeutend langsamer und auch empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen ist. Schon besser ist die Lage, wenn die lokalen Verteilerkästen bereits mit Glasfaser angebunden sind. Das ist allgemein bekannt als VDSL. Von hier aus müssen die Daten aber immer noch durch das kupferne Nadelöhr zwischen Verteilerkasten und Haus. Dabei gilt, je weiter das Haus vom Verteiler entfernt liegt, desto langsamer kommen die Daten an. Eine andere Variante der Datenübertragung nutzt statt dem Telefonkabel das Koaxialkabel vom Kabelfernsehen. Aber auch das ist letztlich nur ein Kupferkabel, dessen Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Außerdem teilen sich alle angeschlossenen Teilnehmer die Leistung. Da kann schnell die Luft ausgehen. Natürlich können Daten auch ganz ohne Kabel mit der schnellen LTE-Funktechnik übertragen werden. Aber auch hier müssen sich viele Teilnehmer eine Funkzelle teilen. Die Leistung sinkt und schon verpufft der kabellose Vorteil. Die beste Datenübertragung wird erreicht, wenn das globale Glasfasernetz nicht am nächsten Verteiler endet, sondern direkt in das eigene Zuhause führt. Fiber to the Home, FTTH genannt. So können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik ausgenutzt werden. Eine nahezu unbegrenzte Menge an Daten kann in Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und stark genug, um sämtliche Geräte gleichzeitig mit allen Möglichkeiten des Internets bedienen zu können. Im Wettkampf der genannten Technologien zeigt sich, wenn die anderen an ihre Grenzen stoßen, hat sich die Glasfaser gerade mal warm gelaufen. Egal welche Übertragungsgeschwindigkeiten noch kommen mögen, Glasfaser geht nicht die Puste aus. Das Ganze lohnt sich auch wirtschaftlich. Werden Eigenheime oder auch gewerbliche Gebäude mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet, wertet das sowohl jede einzelne Immobilie als auch den gesamten Ort auf. Und das nicht nur von heute bis zum nächsten Trend. Mit einem modernen Glasfasernetz beginnt die Zukunft schon heute.